wie Kirche. Das kirchliche Magazin für den Kreis Recklinghausen mit Oliver Kelch. Und zack, sind wir in der letzten Oktoberwoche angekommen. Recklinghausen leuchtet und wir senden. Schön, dass Sie da sind. Wie Kirche. Einfach himmlisch. On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. Six mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. Paris m'appelle quand je veux rentrer.
mieux. Et d'habitude, j'ai l'attitude, même si c'est dur, de garder espoir quand on n'est pas les premiers. Les paroles flingées, singiles, la gueule à qui je dois mon nom. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as pas manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Pour une histoire de langue, j'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. Lad mir erzählen in advance, mais que Bruxelles vaut mon âme. Et si un jour elle se sépare et qu'on ait à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars. Tout ça pour une histoire de langue, j'ai vécu mes plus belles histoires en français et en flamand. Lad mir erzählen in advance, bien que Bruxelles. Katharina Müller hat mal wieder eine Idee. Sie ist Pastoralreferentin, kommt aus Recklinghausen, Pfarrei St. Antonius und möchte mit einem Glaubensprojekt starten. Katharina, grüß dich. Hallo, hallo Oliver. Katharina, erklären Sie mal, was hast du vor? Ich habe eine Mitmachausstellung eingeladen. Die Mitmachausstellung heißt Wie geht Glauben? Und die kommt aus Düsseldorf und wir holen sie mit einem Bulli ab und bringen sie nach Antonius und bauen sie auf in der kommenden Woche. Und was ist das dann? Bilder, Videos oder wie muss ich mir das vorstellen? Sowohl als auch und noch ganz viele andere Projekte. Es ist zum Anfassen da, zum Begreifen des Glaubens. Man kann experimentieren, ausprobieren, den Glauben erleben und sich mit Impulsen auseinandersetzen. Also kann ich mir das im Prinzip so vorstellen wie so einen Fußlehrpfad irgendwo im Wald, wo man über Matsch läuft und über Steine. Das ist jetzt despektierlich ausgedrückt, aber wahrscheinlich so die Richtung. So ungefähr, nur dass es nicht für die Füße ist, sondern tatsächlich meistens für die Hände und für den Kopf. Also man kann zum Beispiel ein Spiegelkabinett betreten, man kann Bilder angucken aus unterschiedlichen Perspektiven. Es gibt zwei Filme, es gibt ein Chill-Out-Zelt und solche Sachen. Chill-Out finde ich gut zum Runterkommen, ne? Also an wen richtet sich das? Das Projekt richtet sich an alle Jugendlichen und Erwachsenen ab 14 Jahren. Ich wurde auch schon gefragt, was ist die Obergrenze an Alter? Das mache ich eigentlich nicht fest, weil die Impulse zwar sehr jugendlich sind, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch ältere Menschen gibt, die durchaus was damit anfangen können. Und wo findet das Ganze jetzt statt? Bei euch in der Kirche oder im Pfarrzentrum? Genau, das ist direkt in der Kirche aufgebaut oder wird aufgebaut und steht da auch während der Gottesdienste und nach den Gottesdiensten und so. Eigentlich die ganzen Tage, eine Woche lang, kann man da einfach hingehen und sich das anschauen und mitmachen. Wie machst du denn die Leute jetzt, außer jetzt hier bei uns im Programm, darauf aufmerksam? Geht ihr dann direkt an Schulen, ruft ihr Schulgruppen an und so weiter? Oder wie kommt der Kontakt zustande? Weil es ist ja heutzutage nicht ganz so einfach, junge Leute noch in die Kirche zu locken. Das ist wahr. Wir haben die Schulen angeschrieben, wir haben die Gemeinden angeschrieben in einem großen Umkreis. Es ist möglich, dass man sich mit Gruppen anmeldet. So hoffe ich, dass Schulklassen sich zum Beispiel anmelden oder vielleicht auch eine Jugendleiterrunde oder Firmenbewerber, für die ist es sehr gut geeignet. Und es gibt aber auch Einzelpersonen, die einfach so vorbeikommen können, spontan und einfach so
dabei sein können. Jetzt habt ihr ja im vergangenen Jahr sowas Ähnliches schon mal geplant, musste abgesagt werden wegen Corona. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass alles stattfinden wird. Ist denn trotzdem Pflicht 2G, 3G? Ja, wir haben gesagt 3G. Wir haben uns da ein bisschen an den Museen orientiert. Da ist der Eintritt auch 3G. Und im Grunde ist das auch so eine Art Museum. Zudem fasst man halt Sachen an. Deswegen ist 3G schon Voraussetzung. Und Maskenpflicht, damit, falls der Abstand unterschritten wird, was wir nicht hoffen, da weniger Gefahr besteht. Da musst du uns jetzt nochmal ganz genau verraten, wann geht's los und um wie viel Uhr kann man sich das dann immer anschauen? Los geht's am 31.10., das ist jetzt der kommende Sonntag und geht dann eine Woche bis zum 7. November. Und man kann sich das eigentlich den ganzen Tag angucken, am Wochenende und am Feiertag. Wir haben am 1. November den Feiertag von 9 bis 19 Uhr. Und an den Werktagen vormittags bis 13 Uhr und nachmittags von 15 bis 20. Das heißt, nach der Arbeit kann man auch noch vorbeikommen, es lohnt sich. Dann werde ich das mal tun. In welche Kirche muss ich dann? In die Kirche St. Antonius in Recklinghausen. Das ist in König Ludwig im Süden. Katharina, danke dir. Also, ein Projekt ruft nach Recklinghausen Süd Richtung König Ludwig. Wir sind dabei, gucken uns das an und wir freuen uns über weitere Projekte, die spannend sind bei dir, bei euch. Aus eurer Gemeinde. Katharina, alles Gute und toi toi toi. Danke, bis bald. Gott sprach, es werde Ton, und es ward K wie Kirche. Ist
10,000 reasons why I should run, but to stay here with you, only needed one. So kiss me again, let your fingers dance on my skin. Give me something I can't resist. The morning comes, you're the last thing I need, and you're all that I want tonight. Wasn't looking for this, but I can't get you out of my mind. No more. I wish I was stronger, but maybe I don't. Sometimes the heart just wants what it wants. You're the last thing I need, and you're all that I want tonight. You're the last thing I need. Some bad timing, I was unprepared. Normally I would know better, but this time I don't care. So kiss me again, let your fingers dance on my skin. Give me something I can't resist till the morning comes. Oh, last thing thing I need. Sie werden merken, heute dreht sich vieles bei uns um Recklinghausen Süd. Gerade haben wir schon nach Recklinghausen Süd gelockt, und zwar in die Pfarrei Antonius nach König Ludwig. Jetzt lockt noch etwas in den Recklinghäuser Süden, und zwar zum Bürgerhaus Süd, und zwar davor auf den Platz. Dort gibt es wieder nach einer Corona-Pause im vergangenen Jahr die Allerheiligen-Kirmes. Schausteller und Vorsitzender vom Schaustellerverband Richard Abendroth hat uns verraten, und das ist kein Geheimnis, dass sich alle Schaustellerinnen und Schausteller tierisch freuen, dass es endlich wieder losgeht. Ja, endlich geht es mit uns Schaustellern wieder los, das ist richtig. Wir sind natürlich seit ein paar Wochen schon wieder on Tour, seit Anfang September im Rahmen kleinerer Veranstaltungen, und ist natürlich ein schönes Gefühl.
den Leuten auch wieder Freude zubringen zu können. Und wir sind natürlich froh darüber, dass generell die Veranstaltungen wieder erlaubt sind. Und wir natürlich auch, wie jetzt, ich bin jetzt zurzeit hier in Werne an der Lippe, Simjü, größte Kirmes an der Lippe. Zeitgleich läuft natürlich auch Recklinghausen leuchtet. Und nicht zu vergessen, in naher Zukunft der Weihnachtsmarkt in Recklinghausen, der natürlich uns für uns Schausteller auch sehr wichtig ist. Und letztendlich hoffen wir natürlich auch für die Zukunft generell, dass Veranstaltungen wieder möglich sein werden, so wie wir sie gewohnt waren. Und den Menschen auch die sogenannte Normalität zurückzubringen. In ganz weiter Zukunft denke ich natürlich an unsere Palmkirmes 2022 im nächsten Jahr, die am 1. April startet. Und wir dann auch, sag ich mal, froh sind, diese Durchschritte dann überwunden zu haben. Ja, und dann eben unser Leben normal wieder leben zu dürfen und auch wieder arbeiten zu dürfen. Tja, über Arbeit brauchen Sie sich nicht zu beklagen. Recklinghausen leuchtet, Allerheiligenkirmes, Weihnachtsmarkt steht vor der Tür, Palmkirmes im nächsten Jahr auch. Es ist schön, dass es endlich wieder losgeht. Und wir alle sollten natürlich dann alles auch geben, dass das auch so bleibt. Die Inzidenzen in Deutschland sind ja mit einem dreistelligen Wert nicht gerade positiv aktuell, würde ich mal behaupten. Die Allerheiligenkirmes, die gibt es schon seit Jahrzehnten, immer im Recklinghäuser Süden. Allerheiligen, das wissen wir, ist ein christliches Fest. Man gedenkt der Toten, genauso an aller Seelen. Wie kam es dazu, dass die Allerheiligenkirmes in Recklinghausen Süd Fuß fassen konnte? Richard Abendroth erklärt's. Ja, die Allerheiligenkirmes in Recklinghausen Süd geht in die 42. Auflage. In Recklinghausen am Bürgerhaus, vor 42 Jahren in den Stadtteil Süd gebracht. Natürlich um Ende Oktober, um Allerheiligen rum. Und generell war der Gedanke, den Stadtteil Süd ein wenig zu beleben, auch vor 42 Jahren schon. Ist also mit der Allerheiligen-Theme gut gelungen. Wir Schausteller wissen natürlich, dass es ein hochheiliger Feiertag ist, ein christlicher Feiertag. Deswegen starten wir natürlich die Allerheiligen-Kirmes in Recklinghausen Süd erst um 18 Uhr, wenn der stille Feiertag dann zum Ende hingeht. Und dann wir können dann ein wenig Kirmes machen und die Leute wollen dann auch wieder ein bisschen raus, schlendern so ein bisschen am Bürgerhaus entlang. Und das war einer für sich der Grund, die Allerheiligen-Kirmes damals ins Leben zu rufen. Schöne Sache einer für sich. Ach, was herrlich. Popcorn, Zuckerwatte, Backfisch und vielleicht noch ein Eis obendrauf und natürlich Karussellfahren, Autoscooter und all das lockt ab Freitag nach Recklinghausen Süd, Allerheiligen Kirmes. Und dann freue ich mich am meisten, unter anderem aber auch darauf. Zumindest jetzt machen wir das Ganze mal andersrum, ja? Schön festhalten, los, volle Bude, Baby! To myself, but I don't believe a word, and I try to sabotage it, but when you're gone, it hurts, and I used to get cold feet, I never go too deep, I'm scared of the sound of a heartbeat, but it's undeniable, what I feel for you, you know I've been wrong before, but you're go too deep. I'm scared of the sound of a heartbeat, but it's
Diese Sendung ist eine Produktion vom Bürgerfunk Recklinghausen e.V. Sie möchten den Verein unterstützen? Werden Sie Mitglied und fördern Sie den Medienfunk sowie die Medienerziehung unserer Kinder an Schulen im Kreis Recklinghausen. Infos im Netz unter www.bürgerfunk-recklinghausen.de. Stuck on the road, you can turn it all around. 'Cause we gotta trust in love, something that can't be touched, a feeling to lift us up, all in the name of love. All the broken people, put your hands up back. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up back. You loosen up, you might just learn to fly. Learn to fly. Learn to fly. Learn to fly. Learn to sometimes it gets difficult when everything's the same. Everything's the same. Toss and turn, push and pull, you don't know who to blame. But there is always something to hold on to in your life. Just keep that head up, don't you worry, it will be alright. All the broken people, put your hands up back. If you lift them up, you might just
Surfaces featuring Elton John. Ja, der hat doch tatsächlich auch unter Corona zu knacken gehabt und dachte sich, wenn ich schon nicht raus darf, dann hole ich die Künstlerinnen und Künstler zumindest über Zoom in mein Studio. Und rausgekommen ist ein wunderbares Album, das aktuell jetzt schon alle Rekorde bricht, was Elton John angeht. The Lockdown Session. Also reinhören. Dua Lipa ist da auch drauf mit Cold Heart. Tolles Album. Tolles Projekt ist auch, finde ich, Eigenwerbung stinkt, sagt man ja, aber nicht bei diesem Projekt, unsere Recklinghausen-Bibel. Und umso mehr freuen wir uns, dass es am 6. November mit der dritten Lesung Lukas-Evangelium in der Christuskirche losgeht. Um 11 Uhr starten wir Christuskirche Recklinghausen. Da geht's ans Lukas-Evangelium. Die Leseplätze sind vergeben. Wenn Sie aber doch zuschauen möchten, sind Sie herzlich eingekommen am 6. November um 11 Uhr in die Christuskirche zu kommen. Besonders richte ich mich jetzt aber auch an alle Organisten, Kirchenchöre und durchaus auch junge Kirchenmusikbands. Denn die Recklinghausen-Bibel erscheint nicht nur Heiligabend als Podcast, nein, in der Fastenzeit im kommenden Jahr gibt's die auch abends hier im Bürgerfunk bei Radio Fest. Dann allerdings auch mit Musik unterlegt. Jetzt wäre es natürlich was Einfaches für uns, wenn wir einfach Mariah Carey und Co. nutzen würden. Wollen wir aber nicht. Wir möchten gerne Ihre Musik aus Ihrer Kirche hören. Schicken Sie uns also einfach bei Interesse eine kurze Mail. Über unser Kontaktformular auf kwkirche.de finden Sie das. Wenn Sie mitmachen wollen, als Organist, als Kirchenchor oder als kleine 2, 3, 4, 5 Mann, Frau, Kind, Band aus dem Kindergarten, sehr gerne dürfen Sie mitmachen. Wir möchten Ihre kirchliche, christliche Musik zwischen die einzelnen Lestexte einbinden. Machen Sie sich bekannt, einem großen Publikum im Kreis Recklinghausen. Also Fastenzeit, da geht's los im nächsten Jahr. 5 Wochen lang, jeden Abend ein bisschen Bibel auf die Ohren hier im Bürgerfunk bei Radio Fest. Alle Infos dazu finden Sie im Netz. Natürlich auf kwkirche.de oder aber recklinghausen-bibel.de.
across the bar, but he won't get what he's looking for. We don't think about tomorrow when we walk through that door. I'm in trouble, man, that's for sure. Yeah. Wie Kirche. Veranstaltungstipps. Das Stadtkomitee der Katholiken lädt ein, und zwar zu einem Dokumentarfilm von Wad al-Khattab und Edward Watts, den Film Für Sama. Dieser Film ist in Cannes ausgezeichnet worden und war auch für den Oscar nominiert. Also ein preisgekrönter Film, der einen Liebesbrief zeigt, und zwar der jungen Mutter Wad al-Khattab an ihre Tochter Sama. Über einen Zeitraum von 5 Jahren erzählt sie von ihrem Leben in Aleppo, wo sie sich verliebt hat, heiratet und ein Kind zur Welt bringt. Um sie herum gibt es den verheerenden Bürgerkrieg und immer wieder große Zerstörungen. Frau Karin Breuer von Miserior wird im Anschluss an den Film kurz von der aktuellen Situation berichten. Wie sieht es aus aktuell in Syrien, in Aleppo, und steht auch für Fragen zur Verfügung. Wann das Ganze? Jetzt am Donnerstag, 19 Uhr. In der St. Antoniuskirche, Antoniusstraße 12 in Recklinghausen. Haben Sie auch einen Veranstaltungstipp? Was ist los in Ihrer Kirche? Her damit! KW Kirche – Veranstaltungstipps. Ihre Termine sind für alle Gemeinden wichtig. Senden Sie uns Ihren Veranstaltungstipp über unsere Website www.kwkirche.de. Es geht ja Gott sei Dank langsam wieder los. Also freuen wir uns über Ihre Tipps für die nächste KW Kirche. Trying hard to survive. This world is cruel. You love and you lose until your heart stops. Oh my life, oh my life, oh my life. Yeah, I've been told that's how it goes. Yeah, you gotta fight on your own. When it's in the maze, for the days when I need them, they don't go. But the reason our demons, they don't know. Devil by my side, trying to take my life. Social control. But that's how it goes. That's how it goes. That's how it goes. That's how it goes. Slipping, fall, getting back up. Feeling maxed up, taxed up. Came from the bottom, now we up. I remember bottling it up. Now I'm on a high. I just take the hand I'm dealt, make the best with it. Made the best with it. Trouble like a routine, I'ma step with it. By myself with it. I am not the one for counting out. If I hear I'm talking, drown them out. Move through the pain like a pill. My spirit's something you can never kill. Demons, they don't know. Devil by my side, trying to save my life.
Will auch mal, aber du bist weg. Airbrush Delfine in weiß. Komm nicht klar, denn die Kugel steckt. Nicht normal, wir sind zu perfekt. Molotov Cocktail auf Eis. Sie will nur eine gute Zeit in den Fall haben. Ich bin immer mit dabei, kann ich nein sagen. Das Thermometer hochschießt. Sie will nur eine gute Zeit für den Einarm. Ich bin immer mit dabei, kann ich nein sagen. Wenn das Thermometer hochschießt. 37 Grad im Paradies. Im Paradies. Im Paradies. Heute willst du das und morgen dies. Wenn du fliegst. Wenn du fliegst. 37 Grad im Paradies. Schöne Hand, sie hat nur geschnippt. Bin im Bahn wie ein Voodoo-Trick. Baseballschläger aus Glas. Jeder steckt mir einen guten Tipp. Alles weg, wenn ihr Booty wird. Klischee wie Venus und Mars. Sie will nur eine gute Zeit und eine Vibe haben. Sie will immer nur das Fleisch, keine Beilage. Wenn das Thermometer hochschießt. Und ich kann sie niemals haben wie ein Leihwagen. Immer nur für einen Abend kann ich nein sagen. Wenn das Thermometer hochschießt. 37 Grad im Paradies. Im Paradies. Heute willst du das und morgen dies. Wenn du fliegst, wenn du fliegst. 37 Grad im Paradies. Ich halt mich fest und du hebst ab. Alles zu spät. War das klar, wir fahren hier um. Interstellar zwischen den Sternen ohne Planet. Clouseau. Also, ich sag mal so, die 37 Grad werden wir hier nicht mehr schaffen. Und auch in Süditalien ist das aktuell sehr unwahrscheinlich. Also, ich war da letzte Woche noch und 25 Grad war das Maximum. Warum erzähle ich das mit Süditalien? Da kommen nämlich Orangen her. Und die wiederum sind für die Fairtrade Town Recklinghausen extrem wichtig. Denn im letzten Jahr haben sich sehr viele Kirchengemeinden, Weltläden, Initiativen, Kommunen und so weiter an der sogenannten Orangenaktion beteiligt. 50 Tonnen dieser leckeren Frucht aus Süditalien wurden nämlich im Münsterland, Ruhrgebiet, Ostwestfalen und im Sauerland verkauft, verteilt, verschenkt. Und damit wurde ein großartiges Zeichen für eine gerechte Wirtschaft gesetzt. Und auch hier in Recklinghausen hat sich die Arbeitsgemeinschaft Eine Welt Recklinghausen auch in diesem Jahr dazu entschieden, an dieser Aktion mitzumachen. Die ersten organisatorischen Fragen sind geklärt. Fakt ist, jeder, der eine Bestellung abgeben möchte, muss, wie im letzten Jahr, eine Kiste mit 10 Kilogramm Orangen kaufen. Das kann dem einen oder anderen ein bisschen zu viel sein, dann einfach vielleicht mit anderen Interessierten teilen. Die Bestellung muss bis zum 20. November abgegeben werden und dann werden die Orangen, natürlich Fairtrade aus Süditalien, am 30.11. geliefert und um Nikolaus herum verkauft und verteilt. Wenn ihr, wenn Sie also mitmachen möchten bei der Orangenaktion in diesem Jahr und auch sich für Fairtrade Orangen interessieren, bestellen können Sie das Ganze bei der Arbeitsgemeinschaft Eine Welt Recklinghausen. Auf der Website gibt's einen Bestellbogen, den kann man sich herunterladen und dort ausfüllen. www.ag-eine-welt-recklinghausen.de. Nähere Infos natürlich auch im Internet per E-Mail zu erfragen. info@ag-eine-welt-recklinghausen.de bei Frau Maria Voss. Mein Name ist nicht Voss, mein Name ist Kelch. Ich bin raus. In 14 Tagen hören wir uns wieder. Das ist dann der 8. November. Bis dann. Machen Sie es gut. Tschüss. Is everything broken? If I could take it back even for a moment. Because some nights I want that. Should I call you? I could try to explain, but I'll just make the same mistake. So I'll just lie here, lock away these words, just keep them inside me. If you only knew how much it hurts. But if I'm honest,
love that you gave my heart a home. The place hasn't changed, but I'm here alone. I know it's crazy walking wires, but nothing lasts forever. When it all falls down, gotta build it better. This bed feels 5 miles wide, beginning to dread these lonely nights. I know it's crazy. Take down the pictures, read your letters one last time. Try not to remember all the good times at the start. It's never easy when things don't last, and it's hard for my heart when I'm alone here in the dark. But if it's breaking, let it break. I love that you that you gave my heart a home. The place hasn't changed, but I'm here alone. I know it's crazy walking wires, but nothing lasts forever. When it all falls down, gotta build it better. This bed feels 5 miles wide, beginning to tread these lonely nights. I know it's crazy walking wires, but nothing lasts forever. When it all falls down, gotta build it better. Something's in the air. If I spoke from the heart, laid out all of my cards, say what I wanna say. Oh, I've been looking at the stars, wanting a brand new start. I'm tired of this game. I ain't afraid of tomorrow, I don't feel what's coming. I'll do whatever, I just need your beautiful loving. Swim so deep, the water's underneath, and never be afraid. Oh, what if I could reach so high, climb mountains to the sky, like nothing's in my way. I'll do whatever, I just need your beautiful loving. Something's in the air tonight, little bit of paradise. I'm just gonna roll the dice, look here go. Nothing.
to roll the dice like here goes nothing. All these feelings in my mind, I could fall or I could fly. I'm just gonna roll the dice like here goes nothing. Yeah.